So, ein wunderschön. Aufnahme funktioniert. Sehr schön. Dann, ja. Klicker-Hero Folge. Welche Folge eigentlich? 46. Genau. Wir haben gut was geschafft. Also so ungefähr 1,7 oder so. Weg mit dem Ei. Hier ist nur Shunta, Morgulis, Dockhock. Der schlimmste Name der Welt. Ich meine, er heißt auf Englisch nur Hundeschwanz, aber. Also, das Englisch heißt auf Deutsch Hundeschwanz. Aber Dockhock klingt halt einfach. Naja, ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen, oder? Okay. We have a boss. Aber das ist zu stark. Oh, wobei, so kriegen wir den sogar platt. Ist aber kein Primal, von daher ist sowieso egal. Weg damit. Genau. So. Was wir tun machen, ist er natürlich erstmal hier hochleveln. Okay, wir kommen auf locker auf 1E8. Dann machen wir das ja erstmal. 1E8. Bam. 1E8. 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 Bam. Sehr schön. So, dann gucken wir mal hier bei Juggernaut. Wie das bei dem. Achso, dann müssen wir erstmal noch Tausender Level kaufen. So, ab jetzt können wir die Q-Taste benutzen. Sehr schön. Gut, da sehen wir jetzt erstmal die ganzen teuren hoch. Die hier zum Beispiel. Level 40. Oh, Level 50 ist schon. Gut, ich lasse den mal auf 50. Lohnt sich das? Nicht wirklich. Ich lasse mal die ganzen, die wir nicht so unbedingt brauchen, auf 40. Also hier die ganzen Viecher, die halt einfach nur irgendwie ne, nicht so viel bringen. Die lassen wir auf 40, die anderen schicken wir auf 50. Also was hier Skill zum Beispiel ist erstmal egal. Mit Skill können wir noch nicht so viel anfangen, einfach weil die Effektivität dafür noch vorbei, ganz ehrlich. Da müssen wir eigentlich keinen. Ja, doch, lassen wir so. Lassen wir so. Umso mehr Geld haben wir nochmal, die hier aufzupeppen. Und die brauchen auch ordentlich Geld. Scheiß die Wand dann. Gut, wir machen mal auf 1,5, ne? Fünf 5E7 geht so einfacher. Bam. 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 Und noch die drei Goldis mache ich auch mal. Also zumindest die oberen beiden. Was ist das denn gerade gewesen? Ja, den unteren hier. Der lohnt nicht. Okay, gut, dann können wir jetzt eigentlich direkt wieder loslegen. Beziehungsweise halt erstmal noch die ganzen Dinger hier kaufen. Boop. Ach so, siehst du, das habe ich gar nicht gezeigt. Ja, wir kamen wieder direkt bei dem One, sieht man auch schon, bis Web war wett. Lol. Das heißt, in dem One schaffen wir dann auch locker wieder bis Tsuchi.
Dennoch mache ich erstmal Frostleaf hier einfach alles so. Bam. Kann ich den ja später noch umgelten. Hier habe ich heute immer noch nichts gemacht. Ist aber auch ziemlich egal. Da wir frühestens übermorgen Transzenden werden. Das heißt, morgen und übermorgen reicht dann aus. Heute würde eh nichts bringen. Und uns selber jetzt direkt die Ursul bringen auch nicht. Dafür sind es viel zu wenig. Von daher würde ich mal sagen, können wir eigentlich wieder direkt einfach loslegen. Einfach ruf da auf die Omme. So, jetzt sind wir auch schon nur noch bei einem Monster. Das heißt, jetzt geht die Transcension, die Ascension relativ ratzfatz. Wird nochmal Zeit. Wie viel haben wir derzeit? Minus 2 Monster. Okay. Klingt gar nicht mal so schlecht. So, ansonsten Instakill hatte ich bis ungefähr 11 Uhr. Naja, 10, 11. Also, naja, doch fast 11 Uhr. Jetzt ist es fast 1. Halb 1. Also man kann sagen, die letzten 2 Stunden waren kein Instakill mehr. Deshalb habt ihr schon gesehen, am Ende habe ich sogar die Skills eingesetzt. Die waren ein bisschen aufgebraucht. Das heißt, mal gucken, ob wir Kuma Wakamaru nicht doch ein bisschen hochleveln, weil die späteren Level, die dauern halt relativ lange, ne? Die letzten Level hat man ja auch gesehen gehabt, glaube ich, 11 bis 12 Monster. Genau, 11 bis 12 Monster, genau, genau. Von daher, noch ist das kein Problem, aber wenn das ein Problem werden sollte, wie gesagt, können wir ja Kuma Wakamaru hier hinten mit dem Outsider noch ein bisschen nachhelfen. Sonst sieht eigentlich alles erstmal relativ gut aus. Unsere Primate-Chance ist bei 96%. Die wird ja noch besser. Aber jetzt sind wir schon bei 96%. Das heißt, das sieht erstmal an sich relativ gut aus. So, Treasure Chest Chance. Ja, okay. Vielleicht können wir da noch ein bisschen nachdrücken. Da weiß ich aber nicht, ob sich das später noch verbessert. Weil wie gesagt, Dora und so, das sind halt welche, die werden später dann ganz schön heftig. Andererseits, wie gesagt, die ist halt so effektiv, dass sie halt, ne, da können wir durchaus nochmal so 2 Level nachpumpen. Das wären gerade mal 3 Engines, 5 Engine Souls. Wo ich mir so denke, warum eigentlich nicht? Kronos? Die Dame hier mit den Zehnfaches war Kronos, ne? Ah, nicht Fortuna. Ah, Karte. Auch Fortuna haben wir nicht, ne? Nee, schade leider nicht. Stimmt, ja, Kronos und Babus waren ja die beiden für den Boss. Er die Bossstärke und er die Bosszeit. Also, er gibt uns mehr Bosszeit und er senkt die Bossstärke. Also, ne, dass nicht beides erhöht oder gedenkt wird, sondern je nachdem, wie es gebraucht wird. Ja. Von daher. Lass erstmal alles so. Lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Ich meine, guck mal, Wakamaru könnten wir jetzt schon ein paar Level geben. Lassen wir aber auch. Ich gebe ihm mal 5 Level. So, da ist es noch relativ preiswert. Da haben wir jetzt schon gleich mal wieder 6 Monster mehr gewonnen. Das ist vielleicht für die höheren Level ganz praktisch. Da sollte dann so ungefähr passen. Und dir gebe ich dann doch nochmal 2 Level. So. Okay. Haben wir immer noch fast 100 Ancient Souls. Die werden wir aber auch brauchen. So, jetzt haben wir fast jeder zweite Boss, jedes zweite Monster ist jetzt ein dickster Monster. Eine Kiste. Oder besser gesagt 2 von 3, ne, ist ja 40%. Das heißt 2 Fünftel. Und dementsprechend 2 Kisten und 2 normale. Dann wieder 2 Kisten, wieder 3 normale. Das glaube ich gerade, habe ich. Ich hätte ja. Nee, erstens nicht 2. Was? Also, wir haben 40% Kisten. Das heißt, wir haben einen Faktor von 2 zu 3. 2 Kisten auf 3 normale Monster. Oder aber als Bruch ein 2 Fünftel. So. Was auch immer ich davor gerade für Quatsch erzählt hatte, ja. Hatte gerade irgendwie im Gefühl, dass ich davor Müll erzählt habe, mal wieder.
Halt, bitte 25, danke. Halt, erstmal wieder ein freigeben. Danke. Ja, bei meinem Spiel, dieses Basic Clicker, da habe ich jetzt erstmal nicht weitergemacht, weil ich jetzt gerade so nicht weiß, was ich da noch weitermachen möchte. Ich möchte halt mein Spiel jetzt gerne erstmal so ein bisschen laufen lassen, so wegen gucken, was ich da überhaupt noch. Also, derzeit ist es ja schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, ich brauche da eigentlich nicht mehr so viel machen, sondern will jetzt erstmal testen, ob so wie es jetzt ist, immerhin schon brauchbar ist. Deswegen habe ich auch mein Testkonto gelöscht, also einfach die Self-Game-Datei gelöscht. Und bin jetzt quasi dabei, wirklich komplett bei Zero anzufangen. Wow, war schon 14 Stunden nicht mehr online. Das letzte Mal war gestern Abend. Und habe da gut 30 Millionen Dollar verdient. Sehr schön. Bin mittlerweile aber über 100 Level, über Level 100, so. Wie viel habe ich? 3E8. Ach, kaufe ich von The Lost noch ein paar Level. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter, oder? Ne, ich mache jetzt manuell. Den Boss schaffen wir locker. Boom. Oh, gehen wir mal weiter. Ich kann mal Auto anmachen, direkt. Ja, ich habe schon Level 100 geknackt, deswegen habe ich schon eine Demon Soul auf der hohen Kante. Level 110 dürfte ich auch knacken. Hoffe ich. Sieht aber gut aus. Und damit hätte ich dann wieder drei Demon Souls. Meine ersten drei selbstverdienten Demon Souls. Sehr schön. Oh ja, den Boss schaffen wir locker. Ey, guckt euch das an, Digga. Das war ja Gold. Das war ja. Schon haben wir drei. Yay. Dafür könnte ich mir jetzt zumindest beim nächsten Mal. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Kisten, auf Goldkisten. Weil Kritschaden bringt mir noch nichts, seit ich noch keinen Autoklicker habe. Und selber klicken möchte ich nicht. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich erstmal auf Goldkisten. Oh, da war gerade einer. Jeweils einmal. Ich habe es ja jetzt auch implementiert, ne? Habe ich implementiert, dass man jetzt tatsächlich, dass der Wert hier immer verdoppelt wird. Habe ich aber, glaube ich, auch schon gesagt. Also, sobald man das jetzt einmal gekauft hat, braucht man fürs nächste Mal verdoppeln 2, fürs nächste Mal verdoppeln dann auch 4. Also, fürs jedes Mal verdoppeln, verdoppelt sich auch der Preis. So ist die Idee dahinter. Ich glaube aber am effektivsten wäre es, wenn ich die Spawnrate nur einmal senke und dafür zweimal den Prozentwert erhöhe. Aber wenn ich die Spawn-Chance zweimal verringere, zahle ich 3, ne? Einmal 1, einmal 2. Das heißt, ich hätte vierfach so viele Goldkisten. Oder Goldhaufen sind ja bei mir. Wenn ich aber hierfür nur einmal kaufe, also nur einmal verdoppel, dann aber zweimal hier oben die um 100% erhöhe, dann habe ich hier einen doppelten Faktor, aber den dreifachen Goldwert pro Goldhaufen. Damit würde ich insgesamt auch 3 ausgeben, würde aber mit dem sechsfachen Wert rauskommen und nicht nur mit dem vierfachen. Ja, ist da? Bin intelligent. Ich glaube, den Boss bei 115 schaffe ich nämlich noch nicht. Ich meine, ich kann es wieder ein bisschen eilen lassen. Hab jetzt gerade 14 Stunden geidelt. Easy. Ich glaube, ich lasse das mal eideln. Ja, komm, weg damit. So, gut, in dem Moment können wir sagen, bei Clicker Heroes auch nicht mehr, ne? Von daher,
Machen wir hier einfach mal Feierabend. Ja. Machen wir. Na gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V. Und dann sehen wir uns dann heute Abend wieder zur nächsten Ascension. Wo wir dann hoffentlich schon wieder... Naja, wir haben jetzt 1E17, davor hatten wir 1E10. Das heißt, wenn wir es wieder auf 1E7 schaffen... Stimmt das überhaupt? Genau, doch, 1E7. Alter, also das war der Sprung ist definitiv höher als beim letzten Mal. Bei der letzten Ascension. LOL. Das heißt, wir können jetzt sogar schon auf 1E24? Quatsch. Doch, genau, auf 1E24. Wenn wir wieder E7 haben. Okay. Läuft doch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, gib mir Gold. Weg mit dir. Gold, weg, weg. Mann. Hütchen, in dem Sinne, schau mit V. Bis dann irgendwann mal. Und sieht sich.